Ein herzliches Willkommen und hallo zu einem weiteren Part Let's Play Assassin's Creed. Ich bin Adam Smurfix und wir werden hier gleich mal zum Anfang des Partes von Gott und der Welt verfolgt. Beziehungsweise einem Typen, der tot ist. Beziehungsweise von zwei Typen. Beziehungsweise von drei. Alter Leute, wo seht ihr auch noch Pfeilschützen? Ah! Alter. Ja. Ja. Ja, langweilt's mich? Und so. Jetzt muss ich mir aufräumen, Leute. Fall runter, Mann. Ayarakbala oder sowas. Na. So. Das ist ja. Ey. Was ist denn mit euch hier los, hier, Mann? Hört einfach auf, mich in irgendwelchen fremden Sprachen zu beleidigen. Dann sind wir gut. Ich beleidige euch auch nicht auf, keine Ahnung, Latein. Stultus es. Asinus es. So, jetzt sagt ihr nichts mehr. So. Ach komm. Welcher Penner hat mich jetzt gesehen? Mal jetzt mal ganz ernsthaft. So, ja. Jetzt sieht er mich nicht. Also, habe ich schon mal gesagt, dass in diesem Bogen, in diesem Spiel Bogenschützen die absolute Qual sind? Denkst du, ich war jetzt nicht darauf vorbereitet, dass du gleich hier fieserweise mich versuchst runterzuhauen? So, und wenn es jetzt erlaubt ist, liebes Spiel. Nein, ich will nicht auf Plätze. Wenn es jetzt erlaubt ist, Spiel, gehe ich jetzt da rein. Ruh mich aus. Atme tief durch und dann können wir mal darüber reden, was wir hier eigentlich machen müssen. So. Gerade wollen wir ja noch den Turm hier erobern. Beim letzten Mal haben wir uns nämlich unser zweites Ziel geschnappt. Ich weiß nicht mal, wo hier Gegner sind. Ich weiß nicht, die tun mich einfach so zufälliger. Einfach überall. Es fängt einfach an zu piepen. So. Wir haben unser zweites Ziel geschnappt, wie gesagt. Und damit stehen wir nun wieder ein wenig besser da. Unser zweites? Ja doch, war es unser zweites. Nun gut, aber unser drittes folgt nun. Wir haben den Doktor hier getötet und der Doktor war ein wenig seltsam. Er hat nämlich hier wirklich daran geglaubt, dass seine Methoden, wie er hier mit den Leuten umgeht und dass er sie durch irgendwelche Experimente verändert und zu besseren Menschen macht, wirklich gut war. Und auch der gute alte I hat, ich sag jetzt mal, natürlich ihm nicht geglaubt, aber hat ein wenig daran gezweifelt, dass wirklich alles böse war. Und das Seltsame war wirklich, wie dann alle, sei es dann hier unser Anweiser, unser Aufpasser hier in Akkon und auch Al-Mualim sofort gesagt hat, hey, der ist böse, da gibt's gar nichts zu sagen, da musst du gar nicht diskutieren, Alte. Das ging alles ein wenig zu schnell. Anstatt, dass sie mal hier 2 Sekunden überlegen und schauen, was da wirklich los ist. Ach komm, kannst du da jetzt nicht rüberhüpfen, Mann. So, weg da. So. Und, ja. Es ist schon alles ein wenig seltsam, wie hier diese Morde vonstatten gehen. Nun gut. Nichtsdestotrotz, wir müssen trotzdem hier unseren Rang wieder zurückerobern und deswegen müssen wir unser Bestes tun, hier wieder hinzukommen. Ich muss immer auf der Karte schauen, wo ich denn bitte hinreite. Okay, da die Weggabelung und dann nach zurück. Und da einfach nach unten. Dann sollten wir schön nach Jerusalem kommen. Und nun gehen wir in die heiligste Stadt, ja, eigentlich immer noch, der kompletten Welt. So, ein bisschen Radau muss man natürlich machen. Dort, wo immer die drei Religionen sich treffen. Das Judentum, der Islam und natürlich, zack, das Christentum mit dem Felsendom, wo ja die Gebeine Jesus Christus sind, die Klagewand von den Juden und bei den Islam, war es auch der Felsendom? Ich weiß es, aber Religion ist schon eine Weile her. Aber eins ist sicher, in eine sehr heilige Stadt gehen wir und, ja, tun sie ein wenig leider entweihen. Das Kurzschwert ist super, weil ja die Animationen mir immer so gut gefallen. Das ist eigentlich das Coolste. An so kleinen Waffen, man, die sehen halt immer so, sehen halt ein bisschen akrobatisch aus. Anstatt hier die große Klinge. Aber am besten sieht immer noch die aus. Zack. Und nun, auf zur heiligsten Stadt der Welt.
auf nach Jerusalem. Dort sehen wir auch, wenn ich mich nicht irre, gleich mal den Felsenturm. Hier die Kirche mit der goldenen Kuppel. Das müsste der Felsenturm sein, wenn ich mich recht entsinne. Eine heilige Stadt, und im Gegensatz zu Akkon und auch Damaskus, die zwar doch schön aussahen, aber definitiv schon, besonders Akkon, einiges schon an Glanz verloren hat, ist Jerusalem hier wirklich ziemlich schön. Es sieht um einiges idyllischer aus, und es ist auch das, was ich gesagt habe, dass Akkon mir so schlecht gefallen hat, einfach weil es so gräulich ist. Und man sieht hier, das hat schon einen ganz anderen Look. Die Straßen sind sauberer, die Luft ist frischer, hat man gleich das Gefühl. Es ist viel mehr grün. Und auch die Musik ist viel schöner. Schützt eure Liebsten. Arbeitet hart und ihr werdet belohnt werden. Talal gibt euch sein Wort. Talal versteht euren Schmerz. Er wird euch geben, was euch fehlt. Dafür verlangt er nur ein ehrliches Tagwerk. Ein kleines Opfer für eine große Belohnung. Wer kann sagen, was die Zukunft bringen wird? Welche Tragödien? Schützt euch vor einer ungewissen Zukunft. Schützt eure Liebsten. Arbeitet hart und ihr werdet belohnt werden. Talal gibt euch sein Wort. Dann zeig mir doch mal, was du genau über Talal weißt. So, wir locken ihn jetzt ein wenig in eine dunkle Gasse. Und dann schauen wir mal, bevor wir hier groß anfangen, auf den Turm drauf zu springen. Würde mich jetzt erstmal interessieren, was er so weiß. Kannst du mal ein bisschen weitergehen, weil da... Oh, es ist ja zu noch mehr Wachen gegangen, das ist nicht gut. Aber das ist eine sehr schöne Straße. Da hast du dir einen schönen Gute-Nacht-Weg gesucht. Ah, hast du da deinen Bodyguard mitgenommen? Alter! Ich habe euch nichts zu sagen. Sprecht mit mir oder sprecht mit Gott. Es ist eure Wahl. Ihr werdet ein Werk nicht zunichte machen. Das könnt ihr nicht. Zunichte machen? Welches Werk? Er bereitet sie für die Reise vor. Reise wohin? Sie sind in seinem Lagerhaus. Und wenn die Zeit reif ist, werden sie nach Akkon verschickt. Wo ist dieses Lager? Und warum Akkon? Talal sagt mir nur, was ich wissen muss. Mehr nicht. So ist es sicherer. Für ihn vielleicht, aber nicht für euch. Haben einfach die Standardtypen sich entschlossen dazu, mitzukämpfen. Talal hält seine Sklaven in einem Lager fest. Das sind wahrscheinlich dann genau die Sklaven, die rübergeführt werden. Ich bin doch nicht alt. Aber ihr, ihr seid zwar nicht alt, aber ihr seid bereit trotzdem abzutreten. Hey, ich habe die Wache getötet, mein Freund. Du musst nicht nach der Wache schreien. So, ich würde sagen, das sind wahrscheinlich genau dann die gegen die Leute, die zum Doktor dann geführt werden. Meine Söhne wären nur halb so tapfer wie ihr. Ich werde ihnen diese Geschichte erzählen, damit sie wissen, wie sich ein wahrer Held benimmt. Hey, immerhin haben wir schon mal unser eigenes Superheldenkleidung. So, darf ich mich umsehen? Dankeschön. So, also ich wollte sagen, es würde mich nicht wundern, wenn genau diese Sklaven, die er hier hält, die Sklaven sind, die mit denen der Doktor dann Experimente hier betrieben hat. Würde doch irgendwie Sinn ergeben, oder? So, ich hoffe, ich komme so hoch. Ich bin kein Kind, ich bin ein Fassadenkletterer. Und man nannte mich Altair-Man. So, ich muss aufpassen, dass ich meine Wurfmütze nicht verschwende. Ich habe nur 5. Und ich habe keine Ahnung, wie ich die wieder auffülle.
So, und das Wurfmesser ist eigentlich das optimale Tötungswerkzeug, weil da muss ich wirklich nicht in der Nähe stehen, da kann ich ein bisschen weiter wegstehen. So. Und hier, das sieht doch sehr cool aus, Mann. Ach schade, ich dachte, ich muss oben aufs Kreuz raus. Dann nicht. Dann nicht. Aber auch hier, von hier haben wir eine super Aussicht. Schau dich mal an, wie groß das ist. Sieht schon fantastisch aus. Okay, immerhin wissen wir schon mal, wo unser nächstes Ziel ist. Gut, öffnen wir die Karte. Und jetzt schauen wir mal. Okay, erstmal ist es ein bisschen kleiner als das letzte Viertel, aber das finde ich echt gesagt gut. Weil wenn es so groß ist, das nervt eh nur, weil, hey, ich laufe eh nur hin, zack, Turm, Leute retten und irgendjemanden belauschen, töten oder beklauen. Das sind wir, Mann. Das sind wir. Hey, wir sind doch jetzt wieder ein paar Ränge aufgestiegen. Habe ich jetzt eigentlich schon wieder irgendjemanden, dem ich auch Befehle geben kann? Nicht, oder? Keiner. Kein Assassine würde eine Frau, die Hilfe braucht, einfach in Ruhe lassen und sie nicht retten. Keiner, der von den Templern schlecht behandelt wird. Hat nicht das Recht, gerettet zu werden. Der Herr sei gepriesen. Ihr habt mich gerettet. Die Stadt wird von eurer Tat erfahren. Das ist so. Ein böses Omen. Dankeschön, Lady. Ein Mörder auf freiem Weg. Wer könnte dieser Mörder sein? Vielleicht der in diesem merkwürdigen weißen Kittel rumlaufende Typ, der ein Schwert hat und direkt über den Leichen steht. Nee. So, zum Glück sind alle Menschen so intelligent wie Jake Harper aus Turn Off, man. Im Kampf für das, woran wir glauben. Es gibt keinen größeren Ruhm als diesen. Ungläubiger. Ah, stimmt, das geht ja nicht von vorne. Servus, mein Freund. Ja, so macht es Spaß. So, es ist einfach am coolsten mit den Klingen zu kämpfen, Mann. Man kann einfach nichts dagegen sagen, Mann. Ich meine, alle Waffen sind schön und gut, Mann, aber mit den Dolchen hier so, also mit dem Dolch hier so kämpfen, ist einfach am coolsten, Mann. Es ist halt einfach so. So, rauf. Und nun gehört uns schon hier der nächste Aussichtsturm. So. Ah, ganz still. Es ist immer so geil, wie die Musik dann aufhört. Und dann, wenn man hier drauf tritt, kommt so ein super cooles Musikstück. Ich habe am Anfang des Let's Play schon mal gesagt, wie eigentlich einflussreich Assassin's Creed ist, wenn man sich das so überlegt, weil inzwischen so viele Spiele dieses Prinzip einfach geklaut haben. Allein dieses Turmprinzip ist inzwischen in jedem Spiel und man hat ja jetzt oft von der Ubisoft-Formel gesprochen, die man, was ja auch im Endeffekt Watch Dogs ein bisschen kaputt gemacht hat, nämlich dass es halt zu Assassin's Creed-mäßig war. Far Cry ist ja auch im Endeffekt irgendwie nur Assassin's Creed halt ein wenig anders. Und es ist einfach gigantisch, man, wie Assassin's Creed all diese Spiele heute beeinflusst hat und ich habe aktuell Dying Light hier gespielt und wenn es nicht so eine doofe Trophäe geben würde, würde ich mal eine schöne Platin-Trophäe da bekommen. Und zumindestens, auf was ich hinaus will, ist genau dort gibt es auch dieses schöne Prinzip, hey, du hast da Türme. Oh. War das jetzt unbedingt nötig? Da gibt es auch halt dieses super Prinzip, hey, du musst wohin klettern und dann ist es deine Safe Zone. Inzwischen ist es halt einfach in jedem Spiel. Es gibt einfach irgendwie, also jedes dritte Spiel hat irgendwie etwas, wo man hochklettern muss oder wo man irgendwo hingehen muss und dann ist es mein Aussichtspunkt. Komm ich denn da hoch? So. Ist da oben jemand? Ja, so macht man seine Morde, Mann. Es ist ein bisschen
schwer hier, diesen super Jump zu machen. Weil, Leute, es gibt kein cooles Attentat, als von einem Gebäude zu springen. Und auf die Gegner drauf zu springen. Oh, wir haben noch zwei. Müssen wir aufpassen. Es gibt keinen cooleren Mord im gesamten Assassin's Creed-Universum, als irgendwo runter zu jumpen. Mit der Klinge im Anschlag von einem Haus oder wo auch immer und auf den Gegner drauf. Das ist einfach das Coolste, Mann. Es gibt keine bessere Art zu morden. Klingt zwar jetzt ein wenig grausig, aber es ist halt einfach so, Mann. Ich meine, Leute, Fernkampfwaffen, das muss ja was Persönliches sein. Und aber Schwert ist schon wieder zu unpräzise. Und Klingen sind ja eh das Beste. Und dann Klingen noch von oben, Mann, das ist ja ein Traum, Mann. Ein Traum ist das einfach. Was mich nur ärgert, wir finden irgendwie keine weiteren Erinnerungen. So, jetzt haben wir hier noch was freigeschaltet. So, ja, das ist eh... Ah, hier haben wir einen Informanten. Den werden wir uns auch schnappen. Wo bin ich denn? Wo bin ich? Hallo? Ah, da. Genau, bei dem Turm. So, dann schnappen wir uns erstmal das Bürgerretten. Und dann machen wir in dem Part noch den anderen Turm. Und beim nächsten Mal werden wir uns den Informanten schnappen. So, ich weiß nicht. Hier in Jerusalem gefällt es mir echt ziemlich gut. Oh. Sorry, die habe ich nicht gesehen. Er ist ein cooler Typ, Mann. So, und dann im nächsten Part werden wir uns dem Informanten hier widmen. Und gleichzeitig auch noch... Ja, schauen wir mal, wie weit wir kommen werden. Aber ich wollte es eigentlich sagen, hier finde ich es eigentlich ziemlich schön. Ihr seid hier nicht mehr erwünscht. Geht. Hier finde ich es eigentlich ziemlich schön, so Abenteuer zu erleben, weil es ist halt eine verdammt coole Region, Mann. Das gefällt mir um einiges besser als hier noch Akkon. Jumpen, draufhüpfen, morden. Das ist unser Credo. Nichts ist wahr und alles ist erlaubt, Mann. Ach Leute, wie cool eigentlich Assassin's Creed ist, Mann. Das muss man einfach mal hier wieder sagen, Mann. Bei all dem Hate in die Spielserie inzwischen bekommt man, ey Leute, Mann. Es ist einfach cool, Mann. Und ich muss echt sagen, Mann, es macht so Laune, Mann, Assassin's Creed. Ich habe ja auf meinem Stapel Days of Berseria, okay, was ich heute noch spiele, aber Persona 5. Und ich habe heute die Wahl, nehme ich Persona 5 auf, wo ich eh keine Parts mehr habe und eigentlich schon lange was aufnehmen müsste. Oder ich spiele Assassin's Creed, Mann, was ich zwar schon kenne und was ich eigentlich nie so ganz gemacht habe. Und ich muss sagen, Mann, ich habe mich für Assassin's Creed entschieden, Mann. Es macht so Laune, Mann. Es macht mir echt Angst, Mann. Im Nobelviertel. Oh, wow, 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 wow. Und ich kann gar... Ich habe echt keine Ahnung, wieso es mir gerade so Spaß macht, aber es ist einfach geil. Warum tut ihr mir das an? Ich bin mir wohl ewig, ist durch die stoffloser Heide. So. Bleib stehen! Ihr könnt nicht entkommen! Sehr schön. Langsam habe ich raus. Komm, ich will es mit der Klinge beenden. Oh. Habe ich gern gemacht. Hey Leute, wie sieht den Gegnern? Ist natürlich doof, wenn er hier falsch anvisiert. Euer Leben ist verwirrt. Darf ich? Ich will doch nur mit der Zivilistin reden. Kann man das einrichten? Dankeschön. Gut, dass ihr gerade vorbeikommt. Noch eine Minute und sie hätten mich entführt. Ich schulde euch meine Freiheit, Freunde. Eine Schuld, die ich zu begleichen gedenke. Gut, Leute, und damit haben wir wieder einer weiteren Person hier helfen können. Ja, komm. 15. Möge der den Schuldigen verfluchen. Wo bist du? Unser Balken wird immer dicker, Mann. Ich würde sagen, Leute, weil ich heute gut drauf bin und leider ist der letzte Part ist von meiner Aufnahmesession, hole ich mir den Informanten noch. Wir sind zwar eigentlich schon durch, aber den hole ich mir jetzt noch. Da bin ich jetzt gespannt. So. Wo ist denn hier der Informant? Du bist der Informant, oder? Friede sei mit euch, Alter, hier. Wir leben in schlimmen Zeiten, nicht wahr? Ich habe jedenfalls viele Probleme. Ich hatte den Auftrag, einige merkwürdige Vorkommnisse im Nobelviertel zu untersuchen.
und Talas Männer haben ein Gesicht gesehen. Mein Status ist unsicher. Würdet ihr sie für mich eliminieren? Im Tausch für die Informationen, die ihr sucht? Aber nur, weil es du bist, mein Freund. Aber nur, weil es du bist. Okay, dann werden wir uns beim nächsten Mal hier den Zielen widmen. Ihr seht, da haben wir dann zwei Ziele. Wir haben eh schon einen Großteil der Türme. Da haben wir noch einmal Bürger retten. Dann haben wir noch 1, 2, 3, 4, 5 von den Ausdurchtürmen. Also sollten wir alles in nächster Zeit eigentlich locker hinbekommen. Bevor wir das aber angehen, machen wir jetzt erstmal einen kleinen Cut und beim nächsten Mal geht's weiter mit Assassin's Creed 1. Bis dann, haut rein, auf Wiedersehen. Ciao.